Weiter geht's mit WWE 2K. Nicht 2K, da wurde ich abgelenkt von der Musik. Wo sind wir denn jetzt gerade? 2009. So nämlich. Ja, da kickt die Demenz nämlich schon rein. Scheiße. Ich habe ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt das Licht ein bisschen heller gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Keine Ahnung. Und ich trage neue pinke Kopfhörer, weil sie keine schwarzen mehr hatten. Also egal. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Durch. Der kommt zum Schluss, weil Papa kommt immer zum Schluss. Den haben wir. Jetzt haben wir die Auswahl. 1, 2 oder 3. Ja. Ey, manchmal brauche ich echt so eine Entscheidungshilfe, wirklich. Wir nehmen jetzt Chris Jericho. Ich nehme gerne Vorschläge an. Das heißt, ich fange jetzt Chris Jericho an. Und dann habe ich noch übrig Undertaker oder Batista und Mysterio. Na, oder ich mache es dann spontan wie immer. So. 28 am Morgen. 83 Tage bis WrestleMania. Yeah, das ist geil. Old school Chris Jericho. Aber Moonsault. Ob der den immer noch kann, bestimmt. Damn, sieht der anders aus im Vergleich zu heute. Chris Jericho war ein sehr spezieller Typ. Oh yeah! I am here to entertain the people, to save them from their boredom, their agony. The adulation of the millions of Jerichoholics is all the thanks I need. Well, maybe a championship reign or two thrown in for good measure, huh? Ja, finde ich auch. Ein paar Titel, warum nicht? Shoot for that. Then on the road to WrestleMania. Oh, das wird spaßig. Y2J, Y2J, Old School Jericho. Okay, das, also die Dinger fangen immer geil an. Nice. Ich hab schon wieder richtig Bock. Jetzt klingelt erstmal das Telefon, oder? Oder auch nicht. Monday Night Raw. Oder wie es heutzutage heißt, Monday Night Rollins. Ballen. Da klingelt das Telefon. Was habe ich gesagt? Gehen wir ran? Komm, wir gehen ran, ne? Korrekt, ich will einen WWE-Titel. Okay. Gut. Dann gehen wir direkt rein. Chris Jericho gegen Jeff Hardy. Boah, die Entrance von Chris Jericho war aber auch richtig geil. Ist das die? Na, erstmal kommt Jeff Hardy. Ja, den kennen wir ja schon, oder? Also. Der geht erst ein bisschen schwimmen wieder. Weg mit dem. Oh ja, es ist die alte. Geil. Y2J, ist das geil. Yeah. Ich weiß gar nicht, warum ich mich auf Chris Jericho am meisten freue. Mitunter am meisten. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. So. Bam. Oh. Here we go, ja. Ah, Rückenknacken haben sie scheinbar alle, den Move. Okay. Hier, drück mal durch hier, drück mal durch hier, drück mal die Okay, oder nicht? Bam! So. Explosive, sagt er. Oh, wow, what a moonsault! Okay. Let's go, Hardy, Y2J. Dass die den hier anfeuern? Hätte ich gar nicht gedacht. Und bam. Oh, okay. Ein Roller. Eins,
2. Hätte ja funktionieren können. Bam. Oh, komm. Codebreaker. Geil. 1, 2. Willst du mich verarschen? Steh auf. Und rechts. Ey. Und 1. Und ein Roller. Wird bestimmt funktionieren. Genau, ein Rollbreak. This could be it. Schnauzer. Bam. Warte. Hat der nicht auch einen... Okay, wir probieren mal alle Moves ein bisschen aus. Ne? Ich ja hier testen. So. Oh, das war sein Signature-Move. Cool. 2. Hör mal, was ist denn der wieder drauf? Okay, also bei Jeff Hardy und was drauf sein, ist mal gefährlich, weil, ne? Der gerne mal auf Sachen drauf war, aber... Warum? Kickt der noch raus? Oh. Ein Roller? Habe ich Glück? Warbreak? Nein, habe ich nicht. Komm. Nein, was war denn das jetzt? Ich bin unabsichtlich seinem Move ausgewichen, nachdem ich... Ach, keine Ahnung. Codebreaker. Bam. Oh my, he's bleeding. 1, 2, 3, ab nach Haus. 2. Also du machst deinen Job nicht gut, wenn der noch nach 2 Codebreaker rauskicken kann. Sag ich dir ganz ehrlich. Rücken knacken. Jawohl, halt durch. Komm. Scheiße. Just listen to his body. Moment mal, ich habe auch eine Submission-Move, ne? Ach komm, weißt du was? Codebreaker. Y2J. Hör mal, aber der hat lange durchgehalten. Nicht schlecht gemacht, Jeff Hardy. Nicht schlecht. Yeah. Oh, shit. We now have our 4 competitors for next week's number 1 contender Fatal 4-Way match. Fatal 4-Way? Och nö. Hä? Who will save the savior? Terminator Jericho. Was? What was that all about? What the fuck? It seems like someone is playing mind games with Chris Jericho. Was geht denn hier ab? Normalerweise ist Jericho das mit den Zahlen an der, ne, an der Entrance. Oh ja. So, no way out. Nein, möchte ich nicht. Stopp. Oh, ist ja gut jetzt. Ja, dann mache ich das ohne. Okay. Komm, speichern wir mal hier rüber. Ja, mein Gott. Also das Speichern an sich, ne, das ist immer ein Akt. Heidewitzka. Also muss man auch mal sagen, dass das ja richtig übel ist hier. Wo sind wir jetzt? Philadelphia, Pennsylvania. Heimat der Eagles. So. Jetzt klingelt bestimmt wieder das Telefon. Weil das ist hier das Gesetz. Oder auch nicht. Was geht denn jetzt hier ab? Finlay. Was macht denn der bei meinen Sachen? Jericho, maybe world peace, the jetpack? But why don't you start by telling me why you put up that code? Jericho, I didn't do anything. Hätte ich auch nicht erwartet. I was talking to some of the crew after the show and they said you were nosing around the production booth. Oh. You don't look like an IT guy to me. I'm not telling you anything. Oh, okay. My mistake. Oh mein Gott, okay. Ach so. Einen Backstage-Brawl? Naja, warum nicht, ne? Finlay kooperiert nicht. Bring ihn zur Aufgabe mit den Worlds of Jericho. Um ihn zum... Ah, okay. Ja, ich weiß. Submission. Habe ich verstanden. Da werde ich aber bestimmt mehr als eine Worlds of Jericho brauchen.
Und Rückenknacken. Talk. No. Ach du Scheiße, haben wir gut integriert, what the fuck? Ich habe 4 Minuten Zeit, um ihn zum Reden bringen, what the fuck? Das ist nicht nett. Ich gehe ja zu sehr auf den Kopf, gehe ich nicht. Okay, warte mal, warte mal. Mit dem Fernsehen kann man bestimmt was machen, oder? Komm mal her. Oh, 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 das ist übel. Da ist noch eine Hantel, da können wir auch mal hingehen, komm. Hier, ab an die Umkleide. Hö? Hö? Hallo? Ja, oh, da kommt mir ein Stuhl runtergeflogen, aber nett. Das ist aber ein nettes Spiel. Warte mal, der will nicht liegen bleiben. So, Walls of Jericho. Ja, komm, dreh um hier. Ja, dreh ihn jetzt um, komm. Und durchdrücken. Flap your lips. No. Jawohl, komm. Immer noch nicht? I'm gonna break it. Oh, damn. Er hat halt schon einen roten Körper, komm. Hantel-Action. Ach du Scheiße. Und nochmal. Das dürft's ja wohl gewesen sein. Drück durch. No. Okay. I give up. Oh, er redet. Schön, gut. Dann red mal. Bin neugierig. Und? Now spill it, or I spill you. Okay, listen, Chris. Don't shoot the messenger. Last night I got an envelope full of money and instructions to play a DVD after your match. Okay. You didn't make the video? No, I swear. I've got my eye on you. Oh shit. Holt ihr jetzt auch gleich die Liste raus? Huch. You just made the list. Okay. Okay. So, speichern. Zack. Ja, ich möchte 50 Mal überschreiben. Ich hab's verstanden.